gucken wir uns eine kleine Heart Donation an, während ich kurz gucke, was so hier bei mir drauf ist. Hier, leckerer, warte mal, ich halte das mal zu, leckerer Grapefruit Zitrone. Und hier, oh, das ist so mega bescheuert. Ich hätte gerade einen Schokoriegel gegessen. Das sieht jetzt wahrscheinlich der eine oder sagt, hey, das ist Kacke, Paluten. Aber ich habe so einen Schokoriegel hier gegessen, der hier. Und dabei habe ich gekrümelt und dann ist Schokolade hier drauf gegangen und hier, sieht man das am Arm? Jetzt bin ich voller Schokolade. Das wollte ich eigentlich vor der Aufnahme noch wegwaschen. Moin Leute, wir knöpfen uns mal wieder ein paar Level aus dem Internet vor. Und nur kurz zur Info, wenn ihr dieses Video seht, hassle ich wahrscheinlich gerade mit Bergsman ein wenig in Köln rum. Deshalb sind die Level, die wir heute zocken, schon etwas älter. Aber es ist halt einfach nicht absehbar, ob wir hundertprozentig Internet haben und dass ich da eben was produzieren kann. Und bevor ich dann irgendwie dem Risiko ins Auge blicke, dass auf einmal kein Happy Wheels kommt, werde ich dieses Video halt vorproduzieren. Und Naked Girl Glitch? Nee, bei P-Dizzle gibt es keine Nackentatsachen. Dort wird ein bisschen in der Matrix rumgeslurpt. Okay. Nein! Okay, wunderbar abgewehrt mit unserem Allerwertesten oder was da sonst noch so rumhasselt. So, Baby Throw? Ja, Babys werfen. Das hört sich gut an. Okay, wir sollen zweimal C. Und dann sollen wir zur Seite und Shift. Yay! OMG. Aber es war nicht der Win. Warte mal, das ist ja cool. Baby Throw! Verdammt! Warte. Nochmal. Baby Throw! Nein, oh crap! Warte mal, kann ich mich irgendwie lösen? Ja, genau. Zerfetzt mir einfach mal die Beine unseres Kindes. Komm schon. Mutti! Okay, wir drücken nochmal CC. Dann zur Seite. Und dann Shift! Komm! Jawohl! Der Victory! Und da wird das Kind aber... Irgendwie ist der Kopf nicht mehr so wirklich am Körper dran. Aber nun gut. Rope Swing 2. Oh yeah, Rope Swing. Hello. Oh. Nein, wieso? Wieso hat er denn seine Hände da auf einmal weggenommen? So, und ich hoffe mal, wenn wir in Köln sind, gibt es auch vielleicht den... Nein, den ein oder anderen Vlog. Nein! Yes! Warte. Noch nicht... Okay, jetzt haben wir es verkackt. Es sei denn, ich catch... Okay. Es sei denn, ich catch das noch, aber das war ja ein Schuss in den Ofen. Oh, Moment. Ach, zu weit, oder? Oh, war das knapp. Heurika. Ich hasse Rope Swing. Ach, Mensch. Bin ich mal gespannt, ob das Wetter auch... Oh, warte. Elegant. Oh, ja. Warte, wir müssen ein bisschen weiter hier, weil wir brauchen doch den... Wir brauchen den Schabung. So, komm schon. Elegant. Perfekt. So, jetzt muss... Nein, du bist schon wieder... Doch, das könnte was werden. Na, endlich. Oh. Komm. Nein. Yes. Och, nö. Zu weit. Nicht zu weit. Komm, gib mir den Victory. Achso, das geht jetzt auch wieder. Ich finde den Rope Swing gerade richtig cool. Weil der ist fordernd, aber auch fair. Weil wenn man mal zu weit fliegt, dann hat man meistens auch das Glück, dass man da noch weiter runterkommt. Hier auch schön gelöst mit der Kanone. Das hatte ich ja auch schon mal erwähnt bei den User-Leveln. So müsste man das machen mit der Kanone. Dann hat man da auch keine Probleme. Wie lang ist denn das? Ich habe Angst, hier irgendwie noch dumm zu sterben. Das können wir nämlich gut. Oh, komm. Ah, dieser Sound. Wie Zucker in meinen Ohren. Bottle Run King. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Also eigentlich sind wir im Bottle Run ziemlich gut. Okay. Das war auch keine große Herausforderung. Da hatten wir in der Vergangenheit schon mal Bottle Runs, die uns mehr gefordert haben. Long Neon Spike Run. Oh, das finde ich immer cool. Das ist... Okay, den Sohn mal wieder weggeschickt. Everybody goes... Sir. Warte, wir müssen die Welle erwischen. Wir dürfen natürlich nicht zu schnell. Wir schwimmen auf der Welle. Komm. Everybody go surfing. Surfing USA. Oh. Und wieder der nächste El Victory. Läuft bei uns heute echt mal. Oh, Basketball. Passt ja. Momentan ist auch WM und kein Basketball. Okay, und Z drücken. Ah, da. Okay, da ist der Ball. Zack. Slam. Nein. Da kriegen wir aber noch hin. Zack. Oh.
Alter, wir müssen irgendwie noch einen Ticken werfen. Ich hoffe mal, man hört draußen gerade nicht die Musik. Warte, na, ich hoffe, hier gibt es einen Victory. Komm schon. Schlamm! Danke, wir wurden richtig geblockt. Jetzt nimm doch bitte den Ball mit. Also, warte. Hä, was machen wir denn auf einmal falsch? Ich drück doch und dann... Er nimmt einfach den Ball nicht mit. Jetzt aber, komm. Und ganz leicht ablegen. Und jetzt ein bisschen weiter nach vorne. Ey, hinterm Korb. Leute, ich weiß, das ist jetzt nicht das Spannendste, aber ich möchte, jetzt wird so ein bisschen mein Basketball. Komm! Nein, schon wieder dahinter. Wir müssen ihn so ein bisschen leicht ablegen. Ich glaube, wir hätten sogar getroffen. What? Es gibt keinen Victory. Habt ihr diesen Move gesehen? Wir haben ihn praktisch mit unserem Hinterkopf berührt und versenkt. Nun gut. Eine kleine Heart Donation. Ja, gucken wir uns eine kleine Heart Donation an, während ich kurz gucke, was so hier bei mir drauf ist. Hier, leckerer, warte mal, ich halte das mal zu. Leckerer Grapefruit Zitrone. Und hier, oh, das ist so mega bescheuert. Ich hätte gerade einen Schokoriegel gegessen. Das sieht jetzt wahrscheinlich dein oder sagt, hey, das ist Kacke, Paluten. Aber ich habe so einen Schokoriegel hier gegessen, der hier. Und dabei habe ich gekrümelt und dann ist Schokolade hier drauf gegangen und hier, sieht man das am Arm? Jetzt bin ich voller Schokolade. Das wollte ich eigentlich vor der Aufnahme noch wegwaschen, bevor dann hier wieder sowas kommt. Das ist natürlich... Kennt ihr noch Scary Movie mit Doofy? Und riech mal meine Kacke. Das war so ein bescheuerter Film. Obwohl, er war gut. Der erste Scary Movie Teil war richtig, richtig nice. Und ich weiß gar nicht, doch, er müsste aus dem ersten Teil sein. So, Rope Swing V2. Fun Game. Zack. Und hoppa. Ich habe eigentlich gar keinen Bock noch auf den Rope Swing. Das war eben schon ernüchternd genug. Halt dich doch fest. Dann zerschellst du auch nicht an diesen Spikes. Okay. What? Ja, Raid 5 Stars, please. Das würde ich gerne machen, aber ich habe den Victory nicht bekommen, weil ich komischerweise irgendwie... Komm. Da ist doch nicht machbar hier. Oh, jetzt haben wir... Und da hält er sich wieder nicht fest. Er hält sich nicht fest. Oh. Oh nein, dann halten wir uns da oben fest. Ach komm. Jetzt aber. Oh. Nein. Jawohl. Da ist es doch endlich. El Victory. Paluten? Achso, Moment, das ist ja, wir sind ja gar nicht bei den Paluten-Leveln. Verdammt, ich würde das gerne machen. Longest Spikefall. Okay, Spikefall ist natürlich wieder eine Frage des Timings. Oh. Ja, so viel zu oh. Bisschen, nee, wir sind gnadenlos zu schnell. Also wir müssen hier so ganz langsam, aber oh, das könnte was werden. Das muss es sein. Jawohl. Victory. Harpoon. Ball Jump and Slide. Was ist denn ein Ball Jump? Okay, das scheint ein... Komm, zieh! Das ist irgendwie ein bisschen schwer. Brauchen wir das perfekte Timing der einzelnen Sprünge. Das haben wir doch eben ganz gut hinbekommen. Aber jetzt, warte. So, und dann den überspringen. Ja, genau. Oh, so geht das immer gut. Wir müssen immer am Ende... Komm. Springen. Nein, nicht dotzen! Hä? Hier unten kann man weiterfahren? Man hat gar nicht verkackt. Okay, da hätten wir vielleicht nicht so voreilig das Ganze abbrechen sollen. Okay, slow. Jump in the table. Oh, was Präzision angeht, das ist nicht unser. Okay, warte. Oh, warte. Oh, wir haben es geschafft, oder? Wir sind zwar nicht direkt im Table, aber wenn wir jetzt nochmal kurz slow... Oh, elegant. Ich habe Angst. Ganz viel Angst. Victory! Unsere Angst war ja komplett unbegründet. Und ich muss... Haben wir irgendwie ein Level heute noch nicht geschafft? Warte, sieht momentan sehr, sehr gut aus. Bottle Run. Na komm, da setzen wir das einfach mal fort. Denn da muss der Victory drin. Wir fliegen zu weit. Weil wir einfach ausnahmsweise mal
zu gut sind. Obwohl, oder auch mal, könnte man natürlich... Oh Gott! Okay. Den Victory nehme ich natürlich trotzdem gerne. So, was haben wir hier? Family Guy Quiz. Würde sich der Super Family Guy... Aber ich bin nicht so fit in Family Guy. Wir nehmen es trotzdem. Einfach just for fun, vielleicht so ein, zwei Fragen. Who does Peter hate the most? Mac. Oder wenn er Chicken steht. Nee, Louis hasst er nicht. Mac. Niemand mag Mac. Oh, was? Ach komm! Okay, warte. Runter. So, und jetzt bisschen langsamer, dankeschön. How did Peter crash into a tree with Louis in the car? Eating a burger klingt zumindest logischer, anstatt reading a book. Ja, auch toll, und das war falsch. Daran sieht man, ich liebe. Nein! Kurze Drehung. Ich liebe Family Guy, aber ich bin da echt kein Experte. Ich gucke das, wenn dann immer abends auf Comedy Central. Oh Gott. Okay, Reading. Achso, eine dritte Möglichkeit gibt es hier bei diesem Quiz auch gar nicht. What place did Brian's paragraph Grace win? Hä? Nee, dann sage ich einfach Last Place. Keine Ahnung wieso. Ach komm, und da ist der Victory. Ja, okay, wir haben uns gerade bis auf die Knochen blamiert. Und so toll war das nun auch nicht. Ja, das muss ich einfach mal so sagen. Wrecking Ball. Death Run. Das hört sich doch tausendmal besser an als... Okay. Death Run hörte sich vielversprechender an, ist aber mit dem Rasenmähermann wahrscheinlich dann eher zu machen. Dann komm, dann nehmen wir nochmal hier die gute alte Wrecking Ball Challenge. Bisschen... Bisschen Miley Cyrus Action. Oh, wir schaffen das. Na, warte. Kein Problem. Jetzt aber, nein. Aber jetzt. Oh, wir sind noch nicht tot. Springen ab. Ins gelobte. Okay, nicht ins gelobte Land. Ja, ist so. Vielleicht ein bisschen zurück. Warte mal. Oh, verdammt. Zurück. Vielleicht ein bisschen vor zurück. Oh, das könnte was werden. Das muss jetzt, das muss es sein. Wir leben immer noch. Wir sind einfach... Nein, unser Körper. Hallo. Ja. Und da ist doch der Victory, Leute. Und damit soll es auch schon gewesen sein. Denn P-Dizzle muss noch ein wenig packen. For color. Und in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Wie gesagt, es ist eine kleine Kompromissfolge. Seid mir deshalb nicht böse, falls alles nicht so perfekto war. Und in diesem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal bei Los. Happy Wheelos.